JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Abend zum FED-Event-Webinar heute am 7.11.2024. Es ist mal wieder soweit, die FED entscheidet zum vorletzten Mal für dieses Jahr über ihre Zinsen. Es ist relativ wahrscheinlich, zumindest die Fed Fund Futures zeigen das an, dass die Zinsen um 0,25 nach unten gehen werden für den heutigen Tag. Es wird nahezu zu 100% angenommen und das ist das, was am Ende auch im Markt schon eingepreist ist. Und wenn es da so käme, dann wird gegebenenfalls erstmal nicht ganz so viel passieren. Man merkt allerdings gerade, was den Dow Jones betrifft, der S&P und gerade auch die Nasdaq, da kann der Andreas auch gleich nochmal was zu sagen, die sind da schon so ein bisschen noch mehr von den Bewegungen her unterwegs. Der Dow Jones ist relativ lahm und ich denke, der kriegt vielleicht dann noch ein bisschen Schwung für den heutigen Tag, spätestens mit der Pressekonferenz, denn die sollte, wie nicht selten, heute nicht ganz so uninteressant sein. Warum, weshalb, wieso, werden wir nach 20 Uhr besprechen. Wir warten jetzt erstmal bis auf 20 Uhr, bis das dann passiert, nehmen uns den Euro-US-Dollar und einen der US-Indizes vor und schauen dann mal. Erstmal ganz kurz der Risikohinweis an dieser Stelle. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren und gegebenenfalls vortraden, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen, wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und ja, ich hatte gerade wir gesagt, der liebe Andreas Bernstein ist mit dabei. Ihr hattet ihn ja gestern schon im Live-Trading-Room und auch heute freue ich mich, ihn an der Stelle begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber Andreas. Hallöchen, schön dich zu hören, live. Ja, live und fast in Farbe. Ja, also, na, auf die Kamera verzichten wir mal am Abend. Da ist ja schon ein bisschen Tag gelaufen und ich glaube, da hat jeder auch so seine Erlebnisse heute gehabt, sodass wir nochmal Energie getankt haben, eher mental, aber uns jetzt nicht in die Maske begeben haben. Genau, zerknautscht und Schminke verlaufen, so wie man das halt kennt am Abend. Ja, genau. Gut, also den Risikohinweis haben wir durch. Ich würde mal ganz kurz erstmal von meiner Seite nochmal kurz zusammenfassen, was wir erwarten. Ich will nur mal ganz kurz, ich hatte schon einen Versuch im Euro-US-Dollar, das hatte ich heute in der US-Opening Bell angesprochen, das war dann hier. In dem Bereich, der lief dann auch ganz kurz an, aber stoppte mich dann aus. Und dann hatte ich hier oben, das will ich jetzt mal rausnehmen, ich hatte es mal drin gelassen, um es zu zeigen, hier oben nochmal ein Limit direkt reingelegt. Da kamen wir dann leider nicht hin und jetzt hängen wir in diesem Bereich drin, der da für mich heute schon irgendwo eine Relevanz hatte. Ich würde die Order jetzt auch erstmal rausnehmen und dann werden wir das Ganze nochmal justieren und überlegen, ob wir da vielleicht im Euro-US was machen können, beziehungsweise dann von meiner Seite auch im Dow Jones. Da sind wir jetzt mittlerweile fast auf einem Nenner immer, denn der liebe Andreas ist ja auch so ein Freund des Dow Joneses. Und mal gucken, was wir da eventuell kreieren können. Ich würde mal ganz kurz nochmal auf die Fed Fund Futures gehen und dann auch auf das, was jetzt hier gleich kommt. Das ist das, was wir uns, Moment, ich mach's mal so und so erstmal, was wir uns die letzten Tage, Wochen seltener anschauten, muss ich sagen, weil das Bild, so wie wir es jetzt sehen, das ist eigentlich die letzten Wochen gleich geblieben. Wir hatten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, nachdem wir ja zwischenzeitlich mal die Erwartung hatten, dass jetzt heute eventuell erneut irgendwie zwei Zinssenkungen kommen könnten, hatte sich das ja mit dem Arbeitsmarktbericht vor über einem Monat, der so äußerst gut war, dann erstmal wieder schnell relativiert. Und dann war das Bild relativ zügig so, wie es jetzt ist, eigentlich fast einen kompletten Monat. Und selbst die wiederum recht schlechten Arbeitsmarktdaten jetzt vergangene Woche Freitag haben an dem Bild jetzt erstmal nichts gerüttelt und somit seht ihr 99% Wahrscheinlichkeit auf 0,25 Zinssenkung. Das war heute Morgen, war es dann mal irgendwie 1,2%, also 98,8 irgendwie in 1,2% auf der rechten Seite für eventuell keine Zinssenkung. Jetzt haben wir 1% auf der linken Seite für eventuell zwei Zinssenkungen und das pendelt in den letzten Tagen und Wochen eigentlich immer hin und her. Mal irgendwie mini Prozentsatz entweder links oder rechts, das, was wir jetzt nicht sehen. Und von daher ist das seit langer Zeit, wirklich seit langer Zeit auf diesem Niveau. Und somit wird hier, wenn das so kommt, und es ist halt sehr wahrscheinlich, denn gerade die FED hat ja auch irgendwo ein Mandat, den Markt jetzt nicht völlig aus den Ankern zu reißen. Und von daher denke ich, dass das auch so kommen wird. Ein Grund, warum es eventuell doch nicht so kommen könnte, ist das, was gestern, / vorgestern passiert ist, die Wahl Donald Trumps. Aber
Das wäre ein Grund, der es, sage ich mal, eventuell möglich machen würde. Aber ich gehe mal vorsichtig auch davon aus, dass sich Jerome Powell davon jetzt erstmal auch nicht so beeindrucken lässt. Und entsprechend somit denke ich, hier werden wir das bekommen, was auch der Markt erwartet. Wenn nicht, dann müssen wir da nochmal umswitchen. Wir gehen jetzt erstmal davon aus. Wir gehen nochmal in Richtung Dezember. Wir haben nämlich dieses Jahr dann nochmal eine Zinsentscheidung, dann auch nochmal mit den Economic Projections zusammen, ganz kurz vor Weihnachten. Vielleicht wird es nochmal ein Geschenk, ja, vielleicht können wir da dann nochmal was tun. Und meistens ist es auch so, der 18. Dezember ist dann entsprechend ein Mittwoch, schauen wir nochmal kurz drauf, aber durch die Trump-Wahl oder beziehungsweise durch die Präsidentschaftswahl hat sich ja jetzt das Ereignis der Zinsentscheidung auf den Donnerstag geschoben. Normalerweise haben wir das immer am Mittwoch und am Mittwoch sehen wir auch 18. Dezember. Da werden wir uns dann das nächste Mal zusammentreffen oder das letzte Mal auch für dieses Jahr und uns dann nochmal die letzte Zinsentscheidung für dieses Jahr anschauen. Und danach ist für mich dann auch höchstwahrscheinlich das Jahr vorbei vom Handel her. Denn wir haben dann quasi noch 19. und 20. Klar, da kann man dann nochmal gucken. Aber dann wird es für mich auch wirklich dann so langsam in Richtung Weihnachten. Dann haben wir am Montag noch einen 23. Dann kommt schon der Weihnachtsmann. Dann haben wir zwei Feiertage. Dann haben wir noch den 27. als Handelstag und theoretisch noch einen 30. und 31. Aber je nachdem, meistens wird es dann ruhiger, die Luft geht raus aus dem Markt. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wie gesagt, das für den Dezember. Hier wird dann nochmal erwartet, ne? Schaut mal, wir haben hier oben den aktuellen Korridor 475 bis 500. Ja, und jetzt haben wir hier quasi da nochmal so diese eine Zinssenkung. Aber es wird quasi dann erwartet, dass wir dann nochmals eine Zinssenkung auch im Dezember bekommen können. Das ist so der höchste Prozentsatz. Und von daher kann es durchaus sein, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass wir dieses Jahr halt jetzt heute und dann auch im Dezember nochmal eine Zinssenkung sehen werden. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir werden noch ein paar Wirtschaftskennzahlen bekommen. Wir werden entsprechend auch nochmal Arbeitsmarktdaten bis dahin bekommen und mal gucken, wie das sich entwickelt. Aber ich gehe mal davon aus, erstmal aktuell, dass das dann auch so wird. Gut, jetzt gehen wir mal rauf auf die Märkte, schauen uns erstmal die Zinsentscheidung an sich an. Danach werde ich dann auch den Andreas zu Wort kommen lassen. Dann werden wir ein bisschen mal den Tag Revue passieren lassen. Und entsprechend werde ich dann gerne mal das Thema aufgreifen, hatte ich versprochen ja heute schon, inwiefern unser lieber Donald Trump, der jetzt quasi ja bestätigter, baldiger, erneuter Präsident der USA sein wird, inwiefern der überhaupt die Möglichkeit hat, wie er es ja mal erwähnt hat, er würde ganz gerne ein bisschen mehr Einfluss haben auf die Fed, inwiefern das überhaupt möglich ist. Und ob wir uns da Gedanken machen müssen oder nicht, da werde ich nachher dann gerne mal drauf eingehen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an, brauchen hier auch gar nicht großartig uns irgendwie was anderes zurechtlegen. Wir haben auf der rechten Seite jetzt quasi den Dow Jones. Ich habe da meine Bereiche noch von heute. Da sehen wir, da ist echt nicht viel passiert. Wenn wir da mal auf die Nasdaq schauen, ist diese ja heute hier, machen wir mal kurz groß, dann doch, wir sind hier im Minutenchart, gehen wir auf den 15-Minuten-Chart. Ne? Da sind wir heute auch nochmal ordentlich in der Kernhandelszeit weiter in Richtung Norden gewandert. Tageschart mal genommen, auch die All-Time-Highs hier mittlerweile mehr als überschritten. Und das hatten wir ja für den gestrigen Tag oder aus dem gestrigen Tag, / vorgestrigen Tag, quasi auch im Dow Jones gesehen und im S&P 500. Die sind ja allesamt recht stark und der DAX halt ja nicht so, das wissen wir, aber da können wir auch gerne später nochmal drüber sprechen. Ich will, wie gesagt, den Dow Jones nehmen, mache das hier mal klein und habe jetzt auch noch keine direkten Handelsideen, weil ich denke, da wird jetzt erstmal jetzt in wenigen Sekunden nicht so viel passieren. Wir schauen mal drauf. Und Andreas, weiß nicht, du hast vielleicht ein News-Tool, dass du da uns kurz kundtun kannst, ob das so ist, wie es da erwartet wird oder eben nicht. Und wir schauen hier mal auf den Markt und dann können wir auch gleich mal zum lieben Andreas switchen. So. Ja, machen wir gerne. Also ich habe CNBC und alles auf, sodass wir direkt die Info bekommen. Und wir müssen ja nicht simultan die Rede übersetzen, aber wir können. Also es wird ja auch auf YouTube nachher nochmal übertragen ab 20.30 Uhr. Genau, da haben wir nachher nochmal die Pressekonferenz. Das, ja, genau. So, jetzt habe ich hier gar keine Uhr. Warum geht denn die Uhr hier nicht? Sonst kommt noch jemand eine Uhr. Na, noch 5 Sekunden. Such die Uhr. Ich habe sie. Und da ist es 20 Uhr. So, und wir sehen erstmal nicht viel am Markt. Aber das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ne? Das ist immer so, wie auch bei Wirtschaftskennzahlen und jetzt eben natürlich auch bei so einer Zinsentscheidung. Wenn eben die Erwartung getroffen wird und die Erwartung jetzt hier auch keinen Spielraum ließ, sozusagen, dann passiert da nicht viel. Wir hatten schon Zinsentscheidungen, auch vor allem in diesem Jahr, ne, Andreas wird sich auch daran zurückerinnern, da hatten wir richtige Kapriolen direkt auch mit der Entscheidung an sich, aber wie gesagt, hier jetzt eher tendenziell weniger. Ne? 0,25, wie erwartet. Genau, wie erwartet. So, okay, wir schauen erstmal so ein bisschen
20.30 Uhr, Andreas, du hast es gerade angesprochen, kommt die Pressekonferenz. Bis dahin haben wir jetzt ein bisschen Puffer. Und ich würde mal zu dir switchen. Und hast du was auf deinem Bildschirm zu zeigen? Ja, ich habe die Charts an. Die kann ich gerne zeigen. Wir gehen mal rüber zum Andreas. Gucken mal, was er da so hat. Ja, und auch gerne den Chat mit gleich freischalten. Dann. Ja, warte, da musst du noch mal ganz kurz ruhig sein, weil dann bist du ganz kurz immer nicht zu hören. Moment. Und 3, 2, 1 und jetzt müsste es wieder klappen. Jetzt kannst du wieder reden. Hört man dich? Hallo, Andreas? Hallo, jetzt. Hallo. Ah, genau. Jetzt haut's hin. Is everything okay? Okay. Ja, also die Schwankungen, die wir von den letzten Zinsveranstaltungen gewöhnt sind, die gab es diesmal nicht, weil, du hast ja schon gezeigt, 99%, also das ist alles schon eingetütet, eingepreist gewesen, keine Überraschung. Und wieso soll auch der Markt da überrascht tun, wenn man sich schon darauf vorbereiten konnte? Wir wollen es trotzdem mal einordnen. Ich würde mal mit dem Nasdaq anfangen, der ja erneut ein Allzeithoch gemacht hat und auch markante Marken überschritten hat. Also erstmal der Future heute über der 21.000 zum Mittag, der Nasdaq Future und jetzt auch der Index Nasdaq 100 über der 21.000, also eine runde Marke, knapp 300 Punkte heute nochmal im Plus, also da geht richtig, richtig was und da werden auch Werte mit nach oben gezogen wie eine Super Microcomputer, die in den letzten Tagen extrem unter Druck geraten sind. Die hat ja in einem Monat sich halbiert. Können wir nachher gerne auch noch mal ein paar Einzelwerte sichten. Also wenn man jetzt in den größeren Zeiteinheiten reinschaut, da findet man überhaupt nichts, woran man sich auf der Oberseite orientieren kann. Ein schönes Level wäre noch mal ein Pullback auf die alten Allzeithochs, die wir hier gesehen haben. Die sind quasi mit der Trump-Rallye überrannt worden. Also da sind wir jetzt über 200 Punkte weg. Das wäre nochmal interessant, wenn wir hier zurückkommen. Aber das glaube ich jetzt nicht, dass es ohne einen größeren Impuls von dem Herrn Paul geschieht. Und Unabhängigkeit ist nochmal ein Thema, was man in Sachen Fett reingeben würde oder müsste. Ich würde auf jeden Fall diesen starken Aufwärtstrend jetzt langsam mal kritisch beäugen. Also der geht jetzt schon eine ganze Weile also für einen Daytrader eine ganze Weile. Seit 5. November, seit der Mittagszeit im Endloskontrakt bei JFD. Und da wäre ein Bruch, ein Short-Signal für mich. Also das heißt, wenn wir unter diese Linie rutschen, die ich hier eingezeichnet habe, kann ich mir eben diesen alten Test oder den Test der alten Hochs nochmal sehr gut vorstellen. Das ist immerhin ein Potenzial von 230, 240 Punkten. Das ist so die Ansicht aus dem 5-Minuten-Chart raus. Und wer es ganz klein mag, also in den ganz kleinen Zeiteinheiten, der kann sich natürlich jetzt aktuell hier eine Box einzeichnen, wo wir die letzten Stunden seitwärts gelaufen sind. Dieser kleine Spike auf der Oberseite, okay, geschenkt. Aber wenn es da aus der Box rausrutscht, wäre das auch nochmal eine nette Trading-Möglichkeit, dass man erst einmal von hier in Richtung dieser Trendlinie spekuliert. Also nicht auf den Bruch direkt, sondern erstmal nur den Rücklauf. Das wären noch keine Tagestiefs. Da wären wir erstmal auf dem Eröffnungslevel von der Nasdaq, also auf den ersten Kursen von 15.30 Uhr. Und ab da kann es natürlich dann auch wieder abprallen. Wenn die Linie, wie gesagt, bricht, dann ist ein bisschen mehr Potenzial. Danach sieht's jetzt noch nicht aus. Also die nächsten Impulse muss eben Jerome Powell liefern und spricht ja auch alles für Aktien. Also der Anleihemarkt ist schwach über alle Zeitrahmen hinweg, sind gerade die Anleihen im Minus, also die 2-Jährigen, die 5-Jährigen, die 10-Jährigen, die 30-Jährigen. Wir haben einen schwachen Goldmarkt gestern gehabt, der kam deutlich zurück von den Allzeithochs und wir haben eben diese Liquidität, die in solche Assetklassen, die mit mehr Risiko behaftet sind, reinwandern. Das ist auch die Erklärung, warum der Nasdaq viel stärker ist als der Dow Jones. Der ist ja um die Nulllinie heute und der Nasdaq schon 1,3% im Plus und Bitcoin ist sogar auf einem Allzeithoch heute. Also da ist richtig Musik drin in den Assets, die mehr risikobehaftet sind, weil eben Donald Trump auch die Liquidität vorantreiben möchte. Also er will nicht nur die Wirtschaft stützen und America great again oder wie das alles heißt machen, sondern er möchte auch dafür sorgen, dass eben die Inflation bekämpft ist, dass es mehr Löhne gibt. Und was passiert denn mit mehr Löhnen? Die wandern ja nicht aufs Sparbuch. Die werden ja nicht alle komplett wegkonsumieren, was sie mehr einnehmen. Die Amerikaner, die werden das natürlich auch investieren. Und das treibt dann eben querbeet die Assetklassen. Und je riskanter, desto besser. In letzter Zeit hat man den Eindruck, es will nur noch steigen, hat man das Gefühl. Selbst eine Nvidia ist jetzt höher
von der Marktkapitalisierung als eine Apple, steigt in den Dow Jones diese Woche noch ein. Am Freitag ist es soweit. Nvidia wird dann in den Dow Jones reinkommen und die Intel ersetzen, die nach 25 Jahren rausfliegt. Also da ist alles auf Einbahnstraße gerade gesetzt. Aber das finde ich auch gefährlich, also so ein bisschen trügerisch, wenn alle irgendwie die heile Welt sehen und diese Wohlfühl-Investment-Oase vor Augen haben, dann gehen schon die ersten Alarmlichter bei mir an. Und da bin ich zumindest aufmerksam, falls es mal eine Gegenbewegung gibt, die dann auch schnell sich ausdehnen könnte. Vorhin muss ich anmachen. Genau. Spannend. Nasdaq war heute wirklich nochmal ordentlich, ne? Richtung Norden wandern. Ich hatte heute schon auch für den Dow Jones so ein bisschen im Hinterkopf, dass der ebenfalls gestern oder seit gut einem Tag, muss man sagen, 2000 Punkte gestiegen. Und egal wie, dass da eben mal eine normale Konsolidierung kommen kann, definitiv nicht ausgeschlossen. Und so ist es im Prinzip auch am Ende mit der Nasdaq. Da kann das genauso kommen. Jetzt kam die Frage gerade, was jetzt mit dem Dollar nun auf einmal los ist. Der kommt ja so ein Stück weit, also der Euro-US-Dollar kommt ein Stück nach unten, sprich, der sieht jetzt hier gerade Stärke. Man darf jetzt hier, also A, ist das, was jetzt passiert ist, völlig eingepreist gewesen. Haben wir gerade gesehen, zu 100%. Und diese kleine Bewegung, hey, wir sind jetzt gerade aus dem 108er-Bereich, mal kurz 17 Ticks nach unten, ist ja nix. Und der bewegt sich ja auch sonst über den Tag, wo keine Neuerungen kommen, irgendwie hin und her. Und das ist ja eine ganz normale Bewegung. Wenn der jetzt irgendwie 100 Ticks nach unten gerasselt wäre, ja, dann könnten wir diskutieren, warum das jetzt der Fall wäre. Das ist jetzt eine ganz normale Bewegung. Und überlegt mal, was die letzten Tage im Euro-US-Dollar passiert ist, ja, wenn man es, oder die letzten Tage, was quasi gestern dann auch passiert ist, sind ja stark nach unten gekommen. Also der war wirklich äußerst stark. Der Dollar aufgrund Donald Trumps, Wiederwahl, muss man sagen. Und dass diese Stärke nun noch nicht komplett raus ist, sondern eben auch schnell immer mal wiederkommt, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Ja, also hier muss man wirklich aufpassen. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn quasi etwas, also wenn etwas klar ist und diese Klarheit bestätigt wird, dann passiert eigentlich meistens gar nichts großartig. Weil wenn, stellt euch vor, ihr wisst, dass irgendwie, wenn ihr jetzt losfahren, wie kann man das jetzt? Mit Weihnachten, erklär es gerne mit Weihnachten. Wenn ihr dir was wünscht und du wünschst dir das und dann sagen schon deine Partnerin beispielsweise, ja Markus, du kriegst diesen neuen Nassrasierer für die Kopfhaut mit dem entsprechenden Wirkstoff von Aloe Vera zwischen den Klingen, dann freust du dich zwar ohne Ende, aber wenn das dann unter dem Weihnachtsbaum liegt, dann sagst du, ach, da ist er, schön. So ähnlich, genau. Aber am Ende ist es logischerweise, wenn wir schon über Wochen im Endeffekt irgendwo wissen, was passiert, genau so ist es ja auch, ne? Wenn ich jetzt schon wüsste, was ich Weihnachten kriege, dann kann ich mich doch anpassen. Wenn ich weiß, die Zinsen werden gesenkt, dann fange ich doch in dem Moment, wo ich das irgendwie weiß oder wo das klar wird, fange ich doch an, mich diesbezüglich anzupassen. Und wenn ich weiß, ich kriege einen Nassrasierer zu Weihnachten von meiner Freundin für meine Kopfhaut, da würde ich mir ja selbst keinen kaufen zum Beispiel. Ne? Oder ich würde mir jetzt irgendwie nicht zwingend irgendwie irgendein spezielles Rasierschaum für irgendwas holen, was ich am Ende für diesen Rasierer gar nicht nutzen kann. Ne? Also wenn man was weiß, deswegen sind ja diese Erwartungen auch bei Wirtschaftskennzahlen da. Die Erwartungen stehen ja teilweise Wochen oder Tage vorher. Ne? Da wird eine Umfrage gemacht bei Erwartungen zu Wirtschaftskennzahlen und auf Basis der Umfrage muss man immer gucken, bei Wirtschaftskennzahlen teilweise ein bisschen unterschiedlich, aber wenn die da sind, dann wird, das ist das meistens eingepreist. Und wenn dann eine Abweichung kommt, ja, wenn jetzt heute zum Beispiel nicht gesenkt worden wäre oder zwei Senkungen gekommen wären, na dann, das wäre die gigantische Überraschung gewesen, dann hätte der natürlich Kapriolen geschossen. Ja, aber so ist es halt ruhig. Und die kleinen Bewegungen, die jetzt hier kommen, das ist ja nichts. Das ist ja, da kann man, da darf man auch nichts rein interpretieren. Bloß nicht. Genau. Bloß nicht jede Kerze versuchen zu interpretieren, das ist ganz schwierig. Geht auch nicht. Ne? Das stimmt. Um da so ein bisschen auch einen objektiven Blick zu wahren, da hilft es immer, in die größeren Zeiteinheiten mal reinzugehen. Ich habe deswegen sehr oft den 4-Stunden-Chart auf. Da haben wir im Nasdaq so ein steigendes Dreieck. Das ist nicht ganz so ein Dreieck, wo man quasi einen geraden Deckel sieht. Also das erste Allzeithoch, was im Juli hier erfolgte, das wurde eben nicht nochmal angelaufen im Oktober. Der Nasdaq Composite übrigens, der Marktbreite Index der Technologieaktien, der hatte an dem Tag ein neues Allzeithoch, der Nasdaq 100 nicht. Das liegt daran, dass da die Aktien auch nochmal ein bisschen anders gewichtet sind. Und letzten Endes hat es aber trotzdem der Nasdaq geschafft, mit Gap
eben hier drüber zu springen, das zweite Gap in Folge, also das sieht extrem stark aus im 4-Stunden-Chart und da würde ich mich jetzt auch nicht einfach gegenstellen. Jetzt haben wir auch ein neues Allzeithoch gerade gehabt. Ich sehe es hier, 21.210 müsste das gewesen sein, wenn ich die Indikation mir anschaue. Hier ist es noch nicht vollzogen worden, also je nach Datenanbieter kommt das hier oben auf der Oberseite mal kurz raus. Ah nee, das war die Zeitverzögerung von dem anderen. Okay, also das war dieses kurze Hoch, was wieder zurückgebaut wurde. Und ich denke, das wird auch nochmal getestet. Also war es zumindest im restlichen Handelstag immer, dass wir nach einem neuen Allzeithoch zwar einen Rücklauf gesehen haben, aber dieser Rücklauf dann schnell wieder gekauft wurde, also im Sinne von Buy the Dips. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn wir vielleicht auch hier unten nur mal antäuschen und gar nicht aus dieser Box rausrutschen, sondern nur so einen kurzen Zacken sehen nach unten und das dann sofort wieder gekauft wird. Man muss ja wissen, das sind nicht alles nur Käufer im herkömmlichen Sinne, also ein Käufer im Aktienmarkt, den wir als Privatanleger assoziieren oder als so semi-professionelle Anleger, wenn wir uns ein bisschen professioneller einen Anstrich geben wollen, wird es ja oft charakterisiert als jemand, der Aktien kaufen möchte, weil er möchte am Wachstum partizipieren. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ganz viele Marktteilnehmer sind ja beispielsweise Short oder über Derivate wird dann eben ein Short abgebildet oder hedgen eben ein ganzes Portfolio ab, weil sie sagen, okay, das ist jetzt so ein Kursniveau, das möchte ich mir für die Zukunft sichern, da möchte ich nichts mehr hergeben und verkaufen dann eben entsprechende Absicherungsinstrumente im Index, also im Future. Und das können genauso dann eben Orders sein, die hier durchschwappen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass nicht alle oder die wenigsten vielleicht, wenn ich mich mal aus dem Fenster hänge, das auf der Uhr hatten, dass der Markt so stark ist jetzt Anfang November und dass die Wahl auch so eindeutig ist. Also wenn man es gewusst hätte, ja, dann hätte man sich wahrscheinlich auch so positioniert. Aber ich glaube, da sind viele überrascht worden, die jetzt eben den sauren Apfel beißen müssen und hier ihre Shorts am Ende eindecken und das am Allzeithoch. Das betrifft nicht nur den Index, das betrifft ganz viele Einzelaktien. Nvidia habe ich schon erwähnt, Allzeithoch, auch im DAX heute, die Rheinmetall beispielsweise, die SAP. Das sind eben alles große Werte, die durch die Decke gehen und wo dann die Short Orders, die positioniert sind an solchen markanten Marken wie einem Allzeithoch, einfach fliegen und das sorgt für weiteren Anlagedruck. Genau, ich muss mal meinen Ton wieder anmachen, dass er mich nicht die ganze Zeit räuspern hört im Hintergrund. genau. Und wichtig ist, weil ich lese es jetzt auch immer wieder, dass, also ich habe es ja heute auch irgendwo in der Headline in der US Opening so ein bisschen mit drin gehabt, dass nach 2000 Punkten im Dow Jones, jetzt komme ich wieder mit meinem Dow Jones und 2000 Punkten, dass natürlich, wie gesagt, irgendwo mal eine Konsolidierung kommen kann. Wichtig ist, dass man sowas nicht blind irgendwie da blind gegenhält und sagt, ja, ja, der muss ja jetzt drehen, der muss gar nichts. Ne? Der kann auch durchaus hier, auch die Nasdaq oder eben auch der Dow Jones, da kann das kann schnell 500 oder 1000 Punkte weiter nach oben gehen. Ja. Also ohne Frage, wir haben auch quasi so eine Sondersituation durch diese Wahl von Donald Trump, was ja quasi auch eine Überraschung war. Ja, wir haben ein enges, also wir haben quasi irgendwo so eine Art Pattsituation durch die Umfragewerte vorher gehabt. Ja, dann war es mal Kamala Harris wieder, die so ein bisschen gefühlt vorne lag. Dann war es wieder Donald Trump, der gefühlt so ein bisschen vorne lag durch die Headlines, aber viel mehr. Und jetzt war es haushoch Donald Trump, ohne Diskussion, ne? Da brauchte man sich jetzt auch gar nicht gegenlehnen, ne? Und sagen, nee, ist jetzt irgendwie Schiebung oder irgend sowas. Es ist haushoch. Und entsprechend war natürlich auch die Reaktion der Märkte hier ein bisschen stärker, aber es kann, wie gesagt, auch durchaus weitergehen. Ne? Trau keine Umsage. Das wäre auch nochmal ein Faktor gewesen. Das wäre auch nochmal ein Unsicherheitsfaktor gewesen, wenn wir bei der Wahl entweder eine Verzögerung gehabt hätten von 1-2 Tagen, weil irgendwelche Auszählungsmaschinen nicht funktionieren oder. Einer der Kandidaten gesagt hätte, nee, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen, wir müssen nochmal nachzählen oder irgendwelche Anfeindungen. Das hätte sich ja ewig ziehen können und hätte immer noch mal so einen negativen Touch im Hinterkopf gehabt, wenn ein Kandidat dann eben nur mit 2000 Stimmen oder so gewonnen hätte. Aber dadurch, dass es so eindeutig ist, hat man eben eine Sicherheit. Also ganz anders als sich gestern skizzierte beim DAX, wenn wir das vielleicht auch noch mal ganz kurz auf die Agenda heute rufen dürfen. Der DAX war ja gestern im Minus deutlich, ja, über 1%, während eben die US-Märkte so feierten. Und das lag eben daran, dass zeitgleich die Sicherheit in den USA in Deutschland eben nicht mit einer Sicherheit genauso auftrumpfen konnte, sondern mit einer Unsicherheit. Wir hatten am Abend dann eine zerfallende Regierung. Also die Ampel hat sich quasi demontiert und das
das ist eben was, was ich den ganzen Tag andeutete. Das ging schon über die Ticker, dass abends gibt es ein Urteil und eine große Pressemitteilung und das sieht nicht gut aus. Man muss auf alles gefasst sein und was da nicht alles schon tagsüber kommuniziert wurde. Also es war fast absehbar, dass das passiert und diese Unsicherheit zeigt eben, dass auch die Börsen auf sowas reagieren. Deswegen der DAX gestern im Minus und heute dann wieder, nachdem gesagt wurde, nein, wir stellen uns jetzt schnell Neuwahlen oder relativ schnell schauen, ob die Vertrauensfrage beantwortet werden kann oder ob wir vielleicht eine große Koalition kriegen. Auf jeden Fall ändert sich was in der Wirtschaftspolitik. Wir machen den Weg frei für Investitionen in Schlüsselindustrien, in die Automobilindustrie zum Beispiel. Das waren heute Morgen die größten Gewinner. Da ging es gleich mal 4-5% nach oben mit einer Mercedes Truck und die BMW war im Plus, Volkswagen, also Porsche war deutlich im Plus. Die waren heute Morgen eben gefragt aufgrund dieser Äußerungen. Und das hat den DAX insgesamt heute wieder einen Auftrieb gegeben von rund 2%. Also das ist so ein schneller Umschwung, den man dann auch politisch initiiert gesehen hat, wie nachhaltig der ist, ob die Investitionen tatsächlich auch noch kommen in diesem Quartal oder erst im nächsten Jahr, wann die Vertrauensfrage gestellt wird, wann es Neuwahlen gibt. Das steht alles erstmal hinten an, aber der Impuls ist gesetzt worden und der Impuls wird an der Börse eben schnell umgesetzt und führt zu einer schnellen Bewegung. Und jetzt bin ich da auch gespannt beim DAX, ob wir hier wieder abprallen im 19.400, 19.500er Bereich oder ob wir auf der Oberseite uns freimachen und da auch mal ein Allzeithoch sehen, denn die USA hat ja schon gut vorgelegt. Zum Dow Jones vielleicht noch zwei Sätze. Das wäre für mich nochmal so ein Korrekturpotenzial. Irgendwie im MetaTrader nimmt da manchmal meine Trendlinie nicht. Also wenn ich dann die eingezeichnet habe, mühselig und gehe in eine andere Zeiteinheit, dann sind die weg. Aber daran wird gearbeitet. Da gibt es ja auch ständig neue Versionen vom MetaTrader. Also da nicht verzweifeln, wenn du ein ähnliches Thema hast. Ich habe es auf alle Fälle auch und dann zeichne ich es eben nochmal ein und dann passt das. Also das ist auch der 4-Stunden-Chart mit ein bisschen zeitlichen Abstand quasi zu den einzelnen Kerzen, dass man sich das mal vergewissert, wie stark der Anstieg war und wo er zurücklaufen könnte, wo er vielleicht auch ein Konsolidierungslevel erreichen könnte. Also wenn es nochmal zurückläuft an die 43.300, dann ist das erstmal nur der Pullback an die ersten Allzeithochs, die wir gesehen haben. Aber das wäre auch schon eine ordentliche Strecke. Und jetzt ist der Dow Jones mittlerweile im Plus. Also in den kleinen Zeiteinheiten würde ich hier Ausschau halten nach den Hochs, die wir intraday gesehen haben. Da gab es jetzt diesen ganz leichten Abwärtstrend über die letzten Stunden hinweg. Und sobald er überschritten wird, wäre das für mich ein Signal, nochmal drauf zu spekulieren. Vielleicht auch, wenn Jerome Powell sagt, ach, da kommt ja noch eine Zinssenkung oder irgendwas, dass man hier auf der Oberseite vielleicht die Hochs, die es heute schon gab, nochmal anläuft und dann ähnlich wie der Nasdaq dann auch neue Allzeithochs fabriziert. Der klebt an den Allzeithochs, der kommt weder drüber noch nimmt der Abstand. Ja, also weiter total stark Technologie und die Standardwerte verhalten optimistisch. Genau. Jetzt kam hier im Chat, ja, trau keiner Umfrage, alles Mist. Also ja, ne, glaube keiner Statistik oder Umfrage, die du nicht selbst gefälscht hast. Und da gibt es ja auch so den Spruch, also der Punkt ist nur, dass man ja gemerkt hat, dass die Märkte halt sich an diesen Umfragewerten natürlich orientiert haben. Ne? Und entsprechend sollte man natürlich auch darauf schauen, weil einfach der Markt darauf reagiert, auch wenn sich viele bewusst sind, okay, ja, kann natürlich alles anders kommen, als es am Ende dann eben dort prognostiziert wird. Aber es ist halt die Prognose. Ja, und es gibt keine anderen, also man muss sich an irgendwas ausrichten. Und von daher hat man ja da auch immer wirklich eben auch diesen Switch gemerkt, ja, auch wenn quasi dann, hier war ja die Thematik, wo Kamala Harris zwischendurch auf einmal in Iowa da irgendwo durch die Umfragewerte auf einmal vorne lag, ja, wo dann gleich Sprünge am Markt zu spüren waren. Und von daher ist das, sind das natürlich Thematiken, die man definitiv nutzen, ja, muss, wenn man aus dieser Sicht sich auch die Märkte anschaut. Wenn man natürlich pur sagt, nee, guck eh nur auf den Chart, alles andere ist mir völlig egal. Gut, dann ist es auch egal. Dann kann man das so machen. Aber aus meiner Sicht, ich bin ja derjenige, der sich das eben auch anschaut und der da eben auch Rückschlüsse daraus zieht aus manchen Situationen und aus manchen Zahlen und aus manchen Ereignissen und Headlines und Co., dann ist es natürlich irgendwo wichtig. Ich will mal ganz kurz, bevor wir dann auch gleich, wir haben jetzt noch 11 Minuten, bis die Pressekonferenz anfängt, ganz kurz mal auf dieses Thema eingehen. Kamen auch ein paar Anfragen diesbezüglich. Wie ich das so sehe, dann Donald Trump hatte ja
Irgendwann im August war das, ich glaube, bei irgendeinem Interview mal erwähnt, dass er ganz gerne bei der Fed, bei der Federal Reserve quasi, er ist sich dessen bewusst, dass ein Präsident eigentlich kein Mitspracherecht hat, aber er würde das gerne haben wollen. Er würde gerne bei der Fed irgendwo mitsprechen wollen, denn er ist der Meinung, er ist eben mit Jerome Powell jetzt nicht ganz so grün, ja, und er hatte dort auch schon quasi diverse Dispute mit ihm, und er ist auch der Meinung, dass Jerome Powell oder die Fed generell teilweise zu spät oder auch teilweise zu früh reagiert hat. Und er, weil er nun schon viel Geld an der Wirtschaft verdient hat, hat viel, viel mehr Ahnung. Und er würde da gerne Mitspracherecht haben. So, summa summarum, salopp ausgedrückt. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen recherchiert und habe mich mal so im Groben mal damit beschäftigt. Und das reicht aber auch aus, inwiefern er überhaupt die Möglichkeit hätte, dort einzugreifen. Also primär ist es erstmal so, er hat erstmal gar kein Recht, jetzt da irgendwie mitzureden. Ja. Er hat allerdings einmal die Möglichkeit, und zwar ist es so, dass der Chef der Federal Reserve, also Jerome Powell, wurde durch Joe Biden wiederernannt zum Fed-Chef. Und der Präsident kann einen Fed-Chef quasi ernennen. Und die Amtszeit von Jerome Powell geht 2026 zu Ende. Nach 4 Jahren. Wird immer alle 4 Jahre wird das erneuert. Und also der Chef kann durchaus durch den Präsidenten quasi, muss zwar durch den Senat dann noch bestätigt werden, aber wir wissen ja jetzt, dass quasi auch der Senat quasi von den Republikanern gesteuert wird oder die Oberhand dort haben. Von daher sollte das da auch gar kein Problem geben. Und er könnte jetzt natürlich jemanden denn dort ernennen, der ihm wohlgesonnener ist als vielleicht Jerome Powell. Allerdings ist es hier so, dass eben auch der Chef am Ende ja nicht machen kann, was er will. Ne? Und auch immer hier dann eben 19 Governors, die eben Mitspracherecht haben, im Prinzip ihm zwar unterlegen sind, aber am Ende quasi sie ja zusammen entscheiden. Und dann gibt es ja diese 12 Unterzentralbanken in den USA, und von den 19 sind es halt dann eben 12 Chefs von den Unterzentralbanken und eben 7 andere. So, und diese 7 anderen kann auch der Präsident ernennen, und da wäre 2026 Adriana Kugler, die dort eben nach 14 Jahren, die Governors werden 14 Jahre gewählt, dann im Prinzip diese 14 Jahre auslaufen, und auch da könnte er Ersatz quasi finden, auch wiederum jemand, der ihm wohl gesonnener wäre. Aber es sind quasi nur theoretisch 2 Möglichkeiten, die er erstmal hat, um dort jemanden zu implementieren, der irgendwie seine Sprache spricht. Das ist bei 19 Leuten natürlich eigentlich nichts. Ja, dann, also das wäre so der offizielle Weg, und das ist alles sehr langwierig, und wir wissen, 4 Jahre hat Donald Trump jetzt quasi da nur. Er könnte natürlich Vorarbeit leisten, vielleicht für einen neuen Präsident, der nach Donald Trump kommt. Mal gucken, Elon Musk oder so. Und dann könnte der wiederum, wer auch immer da kommt, ja, könnte der wiederum natürlich dann den einen oder anderen auch ernennen. Und dann könnte sich das natürlich auf lange, lange, lange Sicht vielleicht schon mal ändern. Aber kurzfristig betrachtet für uns hier die nächsten Monate und Jahre wird sich aus der Sicht erstmal nicht viel ändern. Er hätte noch eine andere Möglichkeit, und zwar könnte er aus einem Grund, welcher allerdings sehr schwerwiegendes Fehlverhalten oder eben Amtsmissbrauch beinhalten sollte, könnte er den Chef der Notenbank durchaus entmündigen oder feuern, sozusagen auf gut Deutsch, und könnte dann natürlich eben auch dort für Ersatz sorgen, aber das ist recht unwahrscheinlich. Also da muss dann schon wirklich ein richtiger Schnitzer passieren bei Jerome Powell, und so wie wir ihn kennen und wir auch ja Zentralbankchefs ja eigentlich wirklich vernünftig daherkommen, sollte das wahrscheinlich nicht passieren. Das Wahrscheinlichste, was gegebenenfalls passieren könnte, wäre, dass indirekte Druckkampagnen stattfinden. Ja, war nicht selten so in der Vergangenheit, dass eben Präsidenten auch die Zentralbankchefs quasi eingeladen haben und die zur Sau gemacht haben. Und so nach dem Motto, was machst du denn da für einen Mist? Und ich will aber, dass das so und so ist. Theoretisch, wenn er ganz cool ist, Jerome Powell, juckt ihn das nicht. Aber wir wissen alle, wenn man vor jemandem steht, der auch ein bisschen Macht hat und der mächtigste Mann der Welt in diesem Falle ist, und der übt wirklich Druck aus, dann ist man ja doch indirekt gegebenenfalls doch so ein bisschen beeinflusst. Ja? Und sowas kann passieren, beziehungsweise ist natürlich trotz alledem eigentlich die Fed nicht politisch und will auch bestmöglich nicht politisch sein. Auf der anderen Seite muss sie sich natürlich auch von der Politik oder beziehungsweise eben auch von den Ministerien irgendwo Informationen reinholen, wie es auch gerade eben Daten zur Wirtschaft beziehungsweise was dort auch teilweise vom Finanzministerium oder eben aber auch von der Politik geplant ist, seitens politischer Maßnahmen gegebenenfalls Wirtschaft zu unterstützen oder eben auch vielleicht zu bremsen. Und da müssen sie sich ja auch diesbezüglich anpassen. Und wir kennen
Donald Trump mittlerweile. Und wenn dort Donald Trump anfängt, eben mit den Säbeln zu rasseln und nur um die Fed vielleicht irgendwo hinzulenken, um danach zu wieder sagen, ja, jetzt haben sie irgendwie die Zinsen vielleicht ja gesenkt oder was auch immer, und danach wieder zu sagen, ach, Pustekuchen, Donald Trump ist alles zuzutrauen. Also wir sehen, direkt wird es schwierig. Also rein diesen offiziellen Weg, aber indirekt kann es schon passieren, und das ist auch nie ausgeschlossen, dass wir da doch so ein bisschen indirektes Mitspracherecht von Donald Trump dann auch bei der Fed haben werden. Und da müssen wir einfach so ein bisschen aufpassen. Da hat mich heute, glaube ich, schon im Live-Trading-Room ein bisschen was zu gesagt. Das ist recht komplex, ja, auch gerade, wenn man überlegt, okay, was will er denn eigentlich, ne? Und was beabsichtigt er denn überhaupt generell, wenn er dort die Fed überhaupt irgendwie beeinflussen möchte? Was ist denn sein Ziel? Und da können wir natürlich immer wieder in den Streams, in den Live-Trading-Räumen oder auch in diesen Formaten hier, wenn es dann soweit ist, darüber sprechen und versuchen, es am Ende natürlich einzunorden sozusagen. Ne? Gut, kommen wir nochmal ganz kurz zu dem, was gleich passiert. Ja, Andreas? Was meinte denn der Victor im Chat, Beef mit Paulus vorprogrammiert, ein Beef-Steak essen oder was meinst du? Also ein bisschen Stress, ne? Sagt man ja, Beef ist vorprogrammiert. Ja, wir werden sehen. Also sicherlich, was Joe Biden so gut wie gar nicht gemacht hatte, war, dass er sich jetzt quasi wirklich dazu geäußert hat, wie die Fed aktuell agiert. Ja, da hörte man von Joe Biden so gut wie gar nichts. Es ist Beef vorprogrammiert. Also es ist vorprogrammiert, dass Donald Trump dort mehr in diese Richtung gehen wird und entsprechend auch der Markt durchaus, je nachdem, was da kommt, dann entsprechend wieder darauf reagiert. Und wie gesagt, da müssen wir dann schauen. Häufig war es so zu seiner vorherigen Amtszeit, dass doch der Markt teilweise erstmal Äußerungen von Donald Trump als solches auch irgendwie am Kurs, dass das spürbar war. Und dann irgendwann merkt allerdings der Markt, ach Quatsch, was haben wir denn hier gemacht? Ist ja schwachsinnig, der redet ja nur, kann er gar nicht. Und dann wurde das Ganze quasi wieder rückabgewickelt von der Bewegung her am Markt. Das hatten wir ganz häufig, ohne jetzt detaillierte Beispiele zu nennen. Und das kann natürlich auch wieder so kommen. Ne? Also das sind auch meine Lieblingstrades gewesen zu den letzten Fed-Sitzungen, dass er 20 Uhr in eine Richtung losrennt. 20.30 Uhr sind wir wieder an demselben Punkt wie 20 Uhr und danach werden die Karten neu gemischt und dann entsteht auch ein Trend über 21 Uhr hinaus, der dann fast bis zum Handelsschluss gehalten hat. Das sehe ich jetzt aktuell nicht. Wir sind einfach in einer Seitwärtsphase. Das sind wir, da ist echt noch Ruhe. Mal gucken, ob der Hauptwurst heute kommt. Ne? Wir gehen mal ganz kurz nochmal drauf. Wir haben in wenigen Minuten Start der Pressekonferenz. Erstmal hier nochmal die Thematik. Ich packe euch den Link mal rein. Und da könnt ihr euch gleich dann eben noch das Statement runterladen. Das packe ich mal in den Chat rein. Das ist jetzt quasi der Link dazu. Andreas, du kannst deinen YouTube-Link mal kurz raussuchen, bitte noch. Ja. So. Dann packe ich das mal hier rein. Da könnt ihr zur Federal Reserve schauen. Da kommt jetzt gleich beim 6. und 7. hier bei Statement kommt ein PDF. Das kann man sich dann runterladen und anschauen. Die Dotplots, also die Economic Projections inklusive der Dotplots, kommen diesmal nicht. Die kommen erst wieder im Dezember. Das ist ja dann immer so, gibt ja vier noch wichtigere Zinsentscheidungen, wo dann Economic Projections der Fed eben auch rausgegeben werden. Das werden wir diesmal nicht haben. Das wird erst im Dezember wieder der Fall sein. Wir schauen nochmal ganz kurz auf Forex Factory, und zwar will ich nochmal ganz kurz auf den wichtigsten Punkt eingehen, welcher heute, da denke ich, neben der Wahl Donald Trumps irgendwo auch eine Rolle spielen wird bei Jerome Powells Pressekonferenz, und zwar die Non-Farm Payrolls, die Arbeitsmarktdaten. Was bei der letzten Zinsentscheidung ganz klar nochmal von Jerome Powell vorgehoben wurde, auch davor schon, ist, dass die Inflation eigentlich on the track ist. Also sozusagen, die Inflation spielt eigentlich kaum noch eine Geige bei den Entscheidungen, weil sie einfach in Richtung des Zielwertes läuft und auch die Hochrechnung entsprechend, da können wir nochmal ganz kurz in die Dotplots schauen. Wir gehen jetzt natürlich schon so langsam in die Pressekonferenz rein, aber wir warten erstmal ab, da passiert natürlich noch nicht so viel. Wir schauen mal hier rauf. Das sind quasi die Economic Projections. Wenn wir dort auf die Core PCE Inflation schauen, dann sehen wir, dass fürs Jahr 2024 2,6 und fürs Jahr 2025 2,2 und fürs Jahr 2026 dann eben diese 2,0 quasi vorausgesagt wird, und das sind die Hochrechnungen seitens der Federal Reserve. Also hier ist laut dem aktuellen Plan alles on the track, weil das Ziel war es ja, die Inflation wieder in Richtung dieser 2%-Marke zu holen, und so wie es ausschaute, so beim letzten Zinsevent ist da auch alles on the track gewesen. Und dann hatte eben Jerome Powell gesagt, ja, da ist alles gut. Jetzt wollen wir allerdings eben zusehen, dass wir den Arbeitsmarkt oder beziehungsweise die Wirtschaft eben nicht in Grund und Boden stemmen oder hauen, sondern wir wollen eben zusehen, dass wir quasi dort ein gesundes
Maß hinbekommen. Und dann war es danach so, dass dann das erste Mal die Non-Farm Payrolls herauskamen mit erwarteten 143.000 neu geschaffenen Stellen. Es waren am Ende 257.000. Das war dann auch dort, wo dann aus erwarteten eventuell zwei Zinssenkungen heute auf einmal nur noch eine wurde. Ja. Und jetzt die letzten, und das ist der Punkt, mal gucken, was er dazu sagt. Erst eine gigantische Überraschung nach oben und jetzt auf einmal eine gigantische Überraschung nach unten. Ja, dass das jetzt schlechter erwartet wurde aufgrund von Hurricane und Co., das war schon in den Vorhersagen, in den Hochrechnungen mit eingepreist. Wir haben am Ende trotzdem nur, wir sind fast ins Negative gegangen. Das ist historisch betrachtet. Wir schauen mal bis zu Corona. Ja, da haben wir hier irgendwann mal im Januar 21 hatten wir mal einen negativen Wert. Und selbst hier einen Monat später waren wir besser als die letzten Zahlen. Und wenn wir mal hinter Corona gehen, ich schiebe das jetzt mal rüber, sehen wir, dass wir hier, ne, hier hatten wir mal, das ist 19, da hatten wir mal irgendwie einen relativ schlechten Wert. Und dann hatten wir hier 2017 im Oktober mal einen negativen Wert. Und jetzt haben wir, wenn wir hingehen, ist mal diese Corona-Grafik, ist halt mal blöd, das ist schon richtig schlecht gewesen, die Non-Farm-Payrolls. Und da ist es jetzt spannend, ob er sagt, hey, es ist irgendwie doch die Tendenz auf der Abwärtsseite, wir haben die Zinsen vielleicht doch ein bisschen zu lange hochgehalten, vielleicht für Dezember schon oder für Anfang des Jahres. Wir planen dann, wenn es weiter schlecht läuft am Arbeitsmarkt, dann doch noch mal ein bisschen das Tempo anzuziehen bezüglich der Zinssenkung. Was wiederum natürlich für die Aktienmärkte positiv wäre, was für den Dollar wiederum allerdings eher schlecht wäre. Heißt, wenn sowas käme, Dollar, also Euro, US-Dollar long, beziehungsweise wenn jetzt erstmal gesagt wird, nee, dieses Jahr machen wir noch ganz piano, wir gucken erstmal ganz entspannt, kann es sein, dass sich quasi Dollarstärke weiter durchsetzt, aufgrund der gestrigen Dollarstärke auch durch Donald Trump. Und dann vielleicht haben wir da noch eine Möglichkeit in Richtung Short, da werden wir dann mal schauen. Ne? Also das ist wichtig im Hinterkopf zu haben. 2031 ist es schon und jetzt geht die Pressekonferenz los. Und dann ist es nicht selten so, dass dann eben mit der Pressekonferenz am Anfang erstmal nochmal Bezug auf Statement genommen wird. Und dann das noch Wichtigere eigentlich dieser Pressekonferenz, meistens so nach einer Viertelstunde, die ist die Frage- und Antwortrunde. Und da gibt es dann Fragen von Journalisten. Journalisten und Reportern, genau. Und die gehen dann schon, die kommen dann teilweise von den ganzen Analysten, so Bloomberg, Reuters und Co., die gehen dann schon, die nehmen dann schon so ein bisschen auch mal den Daumen und drücken auf die Wunde drauf. Und dann ist es immer so die Frage, wie reagiert Jerome Powell? Das ist auch bei Christina. Das war übrigens auch schön anzusehen von seiner ersten Pressekonferenz, wo er noch, sagen wir mal vorsichtig, nicht so mediengeschult war und leicht nervös wurde und manchmal auch so ein bisschen komisches Zeug erzählt hat. Ist er jetzt sehr souverän geworden. Ja, definitiv. Also die sind schon alle, auch Christine Lagarde merkt man immer, wenn man sich diese Pressekonferenzen dann anhört, wie sie sich elegant um Fakten herumwinden können. Ja? Also viel reden und wenig sagen am Ende. Gibt's die Christine Lagarde? Ich dachte, das ist so ein Hologramm, so ein KI-generiertes, aber wenn du sagst, es ist ein Mensch, ich glaub's dir. Die gibt's. Ja, die gibt's. Ja. Und na, wir gucken mal. Kopier mal ein bisschen rein, was er so erzählt in den Chat, dann können wir alle da parallel mitlesen. Perfekt. Gibt es von eurer Seite Fragen? Heute ist relativ ruhig im Chat oder verpasse ich was? Nee, aber ich glaube, es ist relativ ruhig heute. Mal gucken, was jetzt hier oben war. Da war ein Dollar. Ja. Bitte? Ich hab's nicht verstanden. Hast du das Webinar schon gestartet, wenn es so ruhig ist? Ja, wir quatschen die ganze Zeit hier mit uns allein. So, jetzt gucken wir mal kurz. Also, nee, das war alles da, das sind wir schon eingegangen. WOT hatten wir zwischendurch mal hier als Thema. danke, Will. tradet ihr auch heute? Ja, Diana, wenn was passiert, dann haben wir da vielleicht auch einen Gedanken, was zu machen. Ne? Aber jetzt ist bis dato ja wirklich noch absolut nichts passiert. Genau, also das vielleicht noch als als Antwort auf die Frage, tradet man um des Tradens willen, dass man einfach was macht, oder tradet man, wenn man eine Idee oder eine Chance sieht? Also ich bin Anhänger der letzten These und versuche dann eben, wenn Bewegung herrscht am Markt, davon zu partizipieren, aber nicht einfach in den Markt reinzuspringen und zu sagen, ja, jetzt muss die Bewegung kommen. Also ich will die erst sehen, wenn es dann losgeht und ein bisschen dynamischer sich das Ganze vollzieht, dann bin ich auch gern dabei. Auf der Long-Seite könnte man jetzt orakeln, neues Allzeithoch im Nasdaq schon wieder.
Habe ich vorhin schon beantwortet. War heute in den letzten Stunden schon mehrfach zu sehen, die Allzeithochs, die dann auch mit 10, 15 Punkten abverkauft wurden und dann wieder ein Anlauf zum neuen Allzeithoch, was sich eine halbe Stunde hinzog. Also das ist für mich jetzt nicht die Volatilität, die ich mir erhofft hatte. Genau. Ich pack mal, genau, ich sehe das genauso, ne? Also ganz wichtig auch, man muss ja absolut, ich meine, da kennt ihr uns ja auch, da ist Andreas immer noch ein bisschen, jetzt kommt es wieder ein bisschen aggressiver manchmal noch als ich. Das bringt absolut keine Punkte, jetzt hier irgendwas zu machen und wenn da nichts passiert oder ich habe ja meine Bereiche drin, also von mir aus können wir mal überlegen, je nachdem, was jetzt da auch über die Ticker kommt und was Andreas da sagt, ob man vielleicht den Short mal hier oben im Bereich 0830, 08132 im Euro-US-Dollar vielleicht mal ins Visier nimmt, beziehungsweise je nachdem, was da so kommt, ob man unten Long und oben Short vielleicht im Dow Jones, aber dafür müsst ihr jetzt auch erstmal ein Stück weit sich bewegen, ne? Ich würde mal ganz kurz euch den Link reinstellen hier in den Chat. Und zwar werde ich, der Andreas leider nicht, Moment, ich sende das mal rein, auf der WOT sein. Und zwar auf der World of Trading, die ist in 2 Wochen. Morgen in 2 Wochen startet die, Freitag und Samstag. Das sind dann genau die Tage 22. und 23. November. Wir werden von JFD auch dort einen kleinen Stand haben. Ich werde größtenteils auch dort an dem Stand sein und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere von euch da mal vorbeischneit und ja, in diesem Falle mich begrüßt. Ich kenne euch ja nicht, aber ihr kennt gegebenenfalls mich, der Mann ohne Haar, und würde mich natürlich mal freuen, auch vielleicht das ein oder andere Gesicht mal wirklich live kennenzulernen. Also sprecht mich da gerne an. Ich beiße nicht und freue mich über jeden, der da kommt. Und dann bekommt er auch von uns gerne dort einen leckeren Energy-Drink, denn wir haben genug Energy dabei. Und dann können wir da mal anstoßen. Ich versuche, die auch kalt zu halten. Hast du jetzt Bart? Ein bisschen Bart habe ich. Also ich habe jetzt quasi die Haare von unten so ein bisschen ans Kinn gekämmt und werde da auch dann dort wahrscheinlich ein paar Haare im Gesicht haben. Ja, aber es ist im Rahmen. Es ist jetzt kein Rausche Vollbart. Ich will nicht den Weihnachtsmann spielen Weihnachten. Ganz so schlimm ist nicht. Aber man erkennt mich, glaube ich, trotzdem. Ich habe euch den Link reingepackt. Da könnt ihr euch ein kostenloses Ticket quasi müsst ihr euch nur anmelden und dann habt ihr ein kostenloses Ticket und dann könnt ihr da in Frankfurt am Main gerne mal vorbeischneiden. Ich würde mich freuen. So, Andreas schreibt schon, also ein anderer Andreas, er ist da. danke, Diana. Da kündigt noch eine Zinssenkung an, kam jetzt gerade. Die Kerninflation bleibt erhöht, was die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen unterstützt. Anleger reagieren nervös, sagte er, aber er kündigt eine Zinssenkung an, um die wirtschaftliche Stärke zu unterstützen. Genau, aber passiert eben am Markt immer noch nichts, weil da hat man vorhin schon geschaut, ob das jetzt nichts Neues, ne? Dass jetzt quasi noch eine Zinssenkung irgendwo mehr oder weniger bestätigt wird, das war jetzt auch nichts, ne? Saki schreibt, ich kenne nur ihn. Nee, genau, ja, wir kennen uns schon, Saki. Ja, da wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Wir durften uns schon mal antatschen. genau, ja, also da jetzt auch nichts Neues. Ich glaube auch nicht, dass da, also wie gesagt, wichtig wäre mal, wie er den Arbeitsmarktbericht vom Freitag einordnet. Das ist so das Spannendste für mich eigentlich. Aber wenn er jetzt schon irgendwo gesagt hat, dass jetzt noch eine Zinssenkung kommt und wahrscheinlich meint er den Dezember damit, und da jetzt nicht irgendwie schon in die Richtung ging, naja, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, dann ist eigentlich das Thema auch schon fast durch. Ja, mal gucken. Schau mal, Gold steht im Chat, das ist eher dein Underlying. Na, ich bin in letzter Zeit wenig drauf und können wir hier auf den 5-Minuten-Chart gehen, aber auch hier ist es, schaut mal, klar, nun war gestern ein extremer Tag, aber auch heute schon, was wir jetzt quasi heute im Gold schon gesehen haben an Bewegung, also hier mit der US-Kernzeit in etwa hier, kam quasi das so als Aufwärtstendenz. Dieser rote Bereich, der war uns bekannt, also der ist bekannt und wir sind quasi weniger, also gerade mal so an den unteren Bereich herangelaufen. Und jetzt sagt jemand, es kommt jetzt Bewegung in Gold rein. Wir gehen jetzt mal auf den Minutenchart. Also klar bewegt der sich, aber ist das jetzt zu dem Verhältnis, was da heute schon passiert ist, ist das jetzt wirklich Bewegung oder ist was ist das? Ist da nichts? Ne, da ist keine Bewegung. Ich muss offen und ehrlich zugeben, da ich mich wirklich sehr stark, eigentlich vorrangig nur mit dem Euro-US-Dollar beschäftigt habe in den
den letzten Wochen, weil der einfach so super war, habe ich mich, weil eben auch im Gold, wir hatten das zwar zwischendurch, ihr seht, hier haben wir mal so 3, 4 Bereiche eingezeichnet, wo der da anfing, so ein bisschen nach unten zu drücken. Das war dann hier. Ja, da waren wir irgendwo hier, weiß ich nicht, oder hier irgendwo, kann sein. Und dann haben wir die Bereiche, den hier mal eingezeichnet. Und wir sehen, dass der quasi von der Unterseite, den jetzt hier weiterführt, ne, dass der da wunderbare Möglichkeiten auf der Abwärtsseite mit sich brachte. Also besser geht's nicht. Auch hier kann man schöne Chancen finden. Ich habe es nur wirklich zugegebenermaßen in den letzten Tagen auch in den Devisenradaren und auch in den Formaten sehr, sehr wenig gemacht. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal aus rein charttechnischer Sicht mal anschauen, wir haben halt hier jetzt sehr schnelle Bewegungen. Runter, ich bin hoch. Short. Okay, wir gehen auf Andreas Bildschirm, gehen danach gerne nochmal auf den Goldpreis drauf. So. So, und zwar habe ich mich jetzt einstoppen lassen im Nasdaq, weil neues Hoch und das alte Hoch ist wieder unterschritten. Also eines meiner Lieblings-Setups. Ich mache es mal im 1-Minuten-Chart ein bisschen größer. Wir sind oben einmal drüber gelaufen, drüber gegangen über die Hochpunkte, die wir eben direkt zur Veröffentlichung gesehen haben und danach nochmal, also neues Hoch. Und da habe ich dann den Stop-Sell reingelegt und habe mich hier einstoppen lassen. Jetzt kommt hier die Kerze in die Range, die wir die letzten Stunden gesehen haben. Und idealerweise wird diese Kerze bis durch die Range durchgetragen. Also das wäre natürlich mein Wunsch. Ich ziehe schon mal den Stopp nach. Da es immer sehr volatil ist, möchte ich hier auch nicht irgendwie zu viel riskieren und das Ganze dann auch schnell in den Profit bringen. Vom Stop her, vom Stop-Management, das ist der 1-Minuten-Chart, also sehr kurzfristig angelehnt. Aber es ist eben eine Idee, ja, also nicht nur extra für Diana, sondern für uns alle, dass wir da auch ein bisschen Aktivität sehen. Perfekt, perfekt. Na, dann müssen wir wieder, ne, auf die Daumen drücken, ja. Das, oh, gucke, da war eine Aussage gerade. Und da drückt es den Sag Markt. Sag das nochmal. Daumen drücken. Drücken, ich habe nur drücken gehört. So schnell geht das, ne? Wir können das. Wir haben die Macht, den Markt zu bewegen. Hier im Webinar live. Ihr habt es gesehen gerade. Es reicht Daumen drücken aus. genau. Perfekt, ne? Also, ne? Schön oben nochmal die Liquidität geschnappt, der Markt und dann nach unten. Und unterstreicht ja auch das, was bis dato jetzt passiert ist. Der ist halt weder noch long noch short irgendwo nennenswert gegangen. Und jetzt ist er, macht er ja mehr oder weniger nichts anderes, nur einen Hauch volatiler. Ne? Und genau. Und da kann man dann mal gucken, ob er da unten reinläuft. Stopp schon ein Stück nachgezogen, ist jetzt im Gewinn, also auch schon in der Range drin und ich schaue mit einem Auge auch auf den Dow Jones, der kommt auch nach unten. Also insofern könnte man sich jetzt überlegen, ob man überhaupt am Take-Profit festhält oder ob man sagt, man riskiert, dass der Markt zurückkommt und eben nicht innerhalb der Range bleibt und zieht den Stopp hier nach und spekuliert darauf, dass es unten ausbricht. Also man kann auch den Take-Profit hier ein Stück weiter rausziehen und eben mit dem Stopp arbeiten oder nur mit dem Stopp arbeiten. Beide Möglichkeiten gibt es, da muss jeder Trader, jede Traderin für sich eben schauen, was ihm oder ihr besser liegt. Ich bin jemand, der gerne mit einem Take-Profit arbeitet. Wenn ich mit mehr Positionen arbeite, dann ist das auch nochmal eine Ecke einfacher, weil man dann eine Teilposition glattstellen kann. Das kann man hier auch, ja, mit Positionssplitting. Aber ich würde es eher so halten, dass wir vielleicht hier unten auch so einen ganz kleinen Dip raussehen und dort meinen Take-Profit reinschrauben bei plus 55 Punkten und sicher das Ganze jetzt im Gewinn ab bei 14 Punkten. Gewinn, wenn es wieder nach oben geht, dann ja, war es immerhin ein Versuch, bei dieser sehr, sehr ruhigen Fed-Sitzung einen Trade nach Hause zu bringen. Ja, wird der ja auch nach Hause gebracht, wird dann am Ende. Warum hast du das Ganze jetzt in der Nasdaq gemacht und nicht im Dow Jones? Ja, im Dow Jones war ja keine Range. Also beim Dow Jones habe ich drauf gesetzt oder gewartet, dass wir erstmal diese Trendlinie durchbrechen. Und da hätte ich mich ja gar nicht einstoppen lassen können. Da gingen ja die Kerzen nur zicke zacke. Da würde ich mich tatsächlich erst, wenn wir hier diese Tiefs rausnehmen, einstoppen lassen. Also wenn man adäquat einen Trade im Dow Jones sucht, dann diesen. Der wäre aber vom Ziel her, und ich hatte ja vorhin diese gelbe Zone hier eingezeichnet, die habe ich noch aus dem Vortag, das waren die
Hochs vom Vortag in der Vorbörse noch drin, dass wir da zurücklaufen. Da ist das Potenzial ja wirklich ein bisschen gering, ja. Und deswegen verzichte ich auf so einen Trade im Dow Jones, da ja hier auch schon wieder der Take Profit in dem Bereich liegen würde und habe das dann eher im Nasdaq gemacht. Das fand ich spannender. Und bin schon rausgeflogen, ja. Also jetzt die 14,5 Punkte mitgenommen und ja, mal sehen, ob derselbe Trade dann nochmal funktioniert, wenn er nochmal ans Hoch geht und wieder in die Range reinkommt. Aber so ungefähr hangel ich mich eben durch die Märkte mit relativ einfachen Setups. Genau. Dennis, kommt, wie du jetzt eben schon sagst, wir gehen mal kurz auf meinen Bildschirm. So, und gehen nochmal, Dow Jones sind wir schon, 5-Minuten-Chart. Du hattest ja gerade auch so einen Bereich drin, ne? Und wir machen ja unabhängig voneinander unser Research und unsere Vorbereitung. Und ihr seht ja, dass ich jetzt quasi auch hier unten dann quasi ein bisschen im Dow Jones unterhalb des aktuellen Tiefs, was sie jetzt gerade ausgebaut hat, da kommt eben auch so ein Unterstützungsniveau. Und da ist es halt genau das, was Andreas sagte, ne? Wenn man sich jetzt hier irgendwo einstoppen lässt, ja, an den Tiefs hier oder so, dann ist hier natürlich irgendwo in der Theorie Puffer bis zum nächsten potenziellen Bereich, wo Käuferseite wieder auftreten kann. Und das an Chance, wo, ne, man kann da wirklich, also, wie gesagt, für mich wäre das sowieso auch grundsätzlich nichts, an Tiefs mich einstoppen zu lassen. Also klassische Breakouts handle ich gar nicht. Von daher wäre es hier dann eher der Gedanke von meiner Seite, wenn der jetzt vielleicht ein bisschen Gas gibt nach unten, dass wir hier unten mal, da packe ich mir auch gleich einen Alarm mal rein, vielleicht hier nochmal irgendwie mit Long was kriegen, je nachdem, aber auch so ein bisschen hinschauen. Ich weiß nicht, Andreas, ob du nochmal News hast, was jetzt dort von Jerome Powell irgendwo noch kam. Ich packe mir auf jeden Fall hier unten mal da vorne einen Alarm rein. Und falls es da bimmeln sollte, noch jetzt hier im Event, dann ja, gucken wir da mal. Aber da müsste es dann jetzt schon schnell gehen. Mal schauen. Da jetzt noch was kommt, Euro, US-Dollar, vielleicht an der Stelle nochmal. Ist auch nicht viel passiert. Ne? Da ist so nach unten erstmal so ein bisschen nochmal von der Unterseite diese Zone hier. Also da würde ich jetzt schon mal vorsichtig sagen, da passiert von meiner Seite heute nichts. Das ist zu ruhig. Da ist dann doch es interessanter, die volatilen Märkte sich zu schnappen, also Dow Jones oder eben die Nasdaq. Das ist schon, ja, eigentlich, wenn man was macht, dann ist das schon irgendwo das, wo man so ein bisschen drauf schauen sollte. Ne? Ja, genau. Gut, Andreas, ich würde nochmal zu dir gehen. Rüber? Nee, aber also, ja, ist nichts Neues passiert. Du kannst auch deins weiterlaufen lassen, wie du magst. Ich kopiere mal, was noch so gesagt wurde. Also die jüngsten Inflationsdaten sind höher als erwartet ausgefallen. Das dachten wir uns schon. Da gab es ja auch einen leichten Rücklauf. Und er hat jetzt auch noch gerade gesagt, dass es Anpassung bei der Geldpolitik gegeben wird. Was auch immer das heißt. Also er drückt sich recht vage aus, möchte ich sagen. Ja, es ist ja nicht selten so, ne? also jetzt müsste man gucken, in welchem Kontext er irgendwas. Achso, da lese ich ja gerade. Ihr doch informieren sind, was auf mögliche Anpassungen gibt. Dein Internet. War gerade weg, ja, irgendwie. Nee, also er bezieht ja sich hier auf die Inflationsdaten und sagt, dass es eben nicht alarmierend ist und somit eben was auf mögliche Anpassung hindeuten würde. Also wenn es alarmierend wäre, dann würde es auf eventuelle Anpassung hindeuten, aber es ist nicht alarmierend und von daher deutet es eben auf keine Anpassung hin, wenn ich das jetzt richtig lese oder richtig interpretiere. Und von daher nichtssagend und genau das sehen wir am Ende auch am Markt. Das ist, glaube ich, man müsste jetzt nochmal zurückblättern, die letzten Fed-Events, aber ich würde mal vorsichtig behaupten, es ist eines der langweiligsten in diesem Jahr. Da hatten wir definitiv schon spannendere Fed-Zinsentscheidungen. Das liegt aber nicht an uns. Nee, gar nicht. Ne, und auch nicht an euch. Es liegt, wir schieben Jerome Powell die Schuld in die Schuhe. Genau. Ganz einfach. Fast schon politisch korrekt. Dem anderen die Schuld geben. Ja, einfach. Ne, sieht man ja jetzt, was in Deutschland passiert. Alle sind schuld und keiner. War's? Keine Ahnung. Aber es bleibt dabei. Also der Nasdaq, eindeutig der stärkere Index, wenn ich das mal aufzoome hier im Dow Jones, der kommt irgendwie nicht so richtig in Fahrt. Der ist auch schon gut gelaufen, ja. Also keine Frage. Gestern, das verdaut er vielleicht auch erst einmal. Sei ihm gegönnt und morgen ist ja der Wochenausklang. Da sollte man auf alle Fälle jetzt nicht denken, wie man es leider in vielen Foren immer wieder liest. Oh, Gewinnmitnahmen am Freitag. Was sind denn Gewinnmitnahmen? Gewinnmitnahmen können ja in dieser Woche eher von der Short-Seite eher eintreten. Und das würde dann dazu führen, dass also Risikovorsorgemaßnahmen müssten eintreten bei so einem starken Anstieg. Und das müsste eben dafür sprechen, dass die Shorties am Freitag nochmal ihre Positionen eindecken und dass damit der Wochentrend bestätigt wird.
Genau, mal gucken, was, ja, also wie gesagt, da halte ich auch mal nicht so viel von. Diana schreibt, es ist fast so langweilig wie bei der Wahl. Also die Wahl war ja nicht langweilig, da war ja ordentlich Bewegung. Aber es war ja klar, dass das erst in der Nacht passiert, beziehungsweise am nächsten Tag, weil die Wahl, solange da kein Ergebnis feststeht, ist es natürlich langweilig, logischerweise. Das lag ja auf der Hand. Also das hatten wir ja auch in den Streams gesagt, dass die Bewegungen hier erst in der Nacht die ersten zu erwarten sind, weil dann so die ersten aussagekräftigen Hochrechnungen irgendwo da sind. Da sind wir oben wieder raus, Andreas. Hast du da nochmal Ambitionen? Ja, wenn wir wieder reinkommen, ja. Also raus, einfach long gehen, nein. Aber wenn wir hier zurücklaufen, würde ich wieder das Level hier wählen, was ich vorhin gewählt habe. Also die 21.100 im Stop-Sell-Auftrag reinstellen und schauen, ob wir hier nochmal die Range spielen. Und wenn er nach oben einfach wegläuft, dann lasse ich ihn ziehen. Ja, also nach so einem Anstieg von jetzt 330 Punkten da nochmal eins draufsetzen, das birgt ja auch immer die Gefahr, dass jederzeit ein Rücksetzer kommt, der mich dann aus der Position rausdrängt. Also ich versuche lieber mit dem aktuellen Momentum einer Kerze dann zu gehen. Und wenn jetzt hier schon drei Grüne hintereinander gekommen sind, dann da noch aufzuspringen und quasi zu hoffen, dass die vierte und fünfte hinterhergereiht wird. Das ist mir vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht das, was ich gerne trade. Also dann lasse ich es lieber ziehen, ja, und bin am Seitenrand. Ja, Andreas schreibt, also der andere Andreas, dass die von gestern alle noch einen Dom Perignon-Schädel haben. Das kann durchaus sein. genau. Wenn du jetzt da unten Short gehst, wo haust du dann den Stop hin? Den habe ich immer 20 Punkte entfernt und manchmal 25, manchmal 15, aber so in der Region von 20 Punkten arbeite ich mit einem Stop, weil ich denke, das entspricht der aktuellen Volatilität von den 1-Minuten-Kerzen am ehesten, dass man auch mal zwei Kerzen vielleicht aussetzen kann, also hat den Stop noch drin und wird nicht gleich aus dem Markt gekegelt. Mit weniger würde ich nicht arbeiten, also unter 10 wird es dann schon gefährlich. Du hast ja auch einen Spread im Markt von 1-2 Punkten und du hast manchmal auch Sprünge im Orderbuch von 2-3 Punkten. Also da muss es mindestens aus meiner Sicht 15 Punkte sein. Ansonsten unterstellt man ja, dass man ganz, ganz optimal einsteigt. Und wer macht das schon? Ja, also da wirst du dann über die Trefferquote von den einzelnen Trades wahrscheinlich so oft gepeinigt, dass du 9 Verlierer hast und dann hast du einen Gewinner und der muss aber diese 9 Verlierer aufholen von 9-10 Punkten. Und du kannst ja sehen, an der Strecke 90 Punkte findest du eben in diesem Zeitraum überhaupt nicht am Stück. Insofern funktioniert das Ganze nicht. Und das muss aber jeder für sich und mit der Volatilität abgleichen, wie viel Stopp er setzt. Ich kenne auch Trader, die sagen, ich gehe mit 50 Punkten Stopp im Nasdaq rein und ja, wenn es halt dann 2-3 Mal 50 Punkte Stopp zieht, ist der Tag gelaufen. Also das holst du dann auch schwer wieder auf. Genau, das wäre definitiv auch mit Abstand zu viel. Aldrin schreibt ja schon Krampf in der Hand. Vom Warten mit dem Finger über der Maus, ja. Finger weg von der Maus. Entspannung, für Entspannung sorgen. Genau. Der Dollar ist nicht so schnell. Nee, also ich sage ja, im Dollar ist jetzt hier, da ist jetzt einfach, ne? Es ist natürlich zum Abend hin mit der Zinsentscheidung um diese Uhrzeit kann was passieren, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn da nichts passiert, wir haben es gleich um 9. Ja, da ist dann nichts mehr los. Ja, und wenn da jetzt auch nicht viel von Jerome Powell gesagt wird, da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel passieren. Also ist der Euro-US-Dollar, wie gesagt, der ist für mich jetzt ad acta zu legen. Und so wie das jetzt hier auch in den Indizes aussieht, ist da jetzt auch nicht so viel. Ne? Ich habe gerade mal geschaut, ich will es mal vorsichtig ankündigen. Ich habe so einen Halbautomatismus, woran ich schon 4 Jahre arbeite. Und der hatte gerade jetzt noch im Dow Jones theoretisch ein kleines Long-Signal geliefert. Und den will ich mal, wahrscheinlich allerdings erst ab dem nächsten Jahr, dann auch in diesen Events einfach mal so ein bisschen wahrscheinlich auf einem zweiten Metatrader mal laufen lassen. Und der wird auf jeden Fall mehr machen, ja, weil der im Prinzip nach bestimmten... Bin wieder drin, hast du gesehen, ne? Also ich wollte nicht reinquatschen. Nee, können wir gleich hingehen? Gehen wir hin? Ach so, nee, habe ich nicht gesehen. Wir sehen dich ja noch. Okay. Ja, wir sind noch, wir sehen mich noch. Hab den Stopp jetzt nicht ans Tageshoch gesetzt, sondern ein kleines Stück drunter, falls es dann dynamisch zum Hoch geht und dann nochmal überschießt, dass ich dann nicht irgendwie die Slippage oder so gerate. Und er ist ganz kurz jetzt mal rein in die Range, ich mach's mal groß, aber sticht nicht tiefer, ja, und ja, ein bisschen lahm. Also hätte ich mir gewünscht, dass er da gleich ordentlich rein handelt, aber kam auch noch nicht wieder nach oben. Also jetzt ist die
Frage, ob es das letzte Hoch jetzt war oder ob wir in diesen Abfolgen von steigenden neuen Allzeithochs, Korrektur und wieder steigendes neues Allzeithoch den Abend beenden und vielleicht dann auch morgen so weitermachen. Also man gewöhnt sich auch dran und ich glaube, viele Algos, die sind jetzt nicht unbedingt mit KI behaftet, aber die gewöhnen sich auch an Muster und dann werden die Muster immer wieder vollzogen und bin gespannt. Also ich werde auch da den Stop schnell nachziehen. Also wenn wir jetzt nochmal 5-6 Punkte tiefer gehen, ziehe ich den Stop schon mal fast auf Break-Even nach, um da nichts anbrennen zu lassen. Und wenn wir an diese rote Linie, diese TRL, das ist quasi die Stale Trader Linie, ab dem Punkt könnte man auch den Trailing Stop einschalten, weil man dann ja genauso gestellt wäre, als wenn man auf plus minus null den Stop zieht und kann das Ganze verwalten lassen. Ganz nett, so eine Option, kann aber der Dirk Hilger noch mal ein bisschen besser erklären. Ab da würde ich dann den Stopp auch schon in die Gewinnzone reinlegen und ja, einfach dann wieder drauf setzen, dass die Range durchlaufen wird, so Pi mal Daumen. Perfekt, genau. Naja, wir können ja noch ein paar Minuten warten, ansonsten stimmt, sind wir eigentlich auch dann so gut wie durch für den heutigen Tag und von meiner Seite ist da nichts passiert und da wird auch nichts mehr passieren. Also ich lasse das jetzt sein. Wir hatten ja quasi den Alarm unten hingelegt, ja, für den Dow Jones bei mir. Aber jetzt sind wir ja schon wieder oben. Und von daher ist da dann von meiner Seite auch Feierabend. Muss mal kleiner machen hier. Kurz gucken, ja. Na, wir sind jetzt schon wieder in diese Hauptrange des Tages, auch im Dow Jones drin, wo jetzt quasi wirklich ist recht unvolatil, muss man wirklich sagen, zu der gestrigen Aufwärtstendenz. Also da ist echt nicht viel passiert. Mal gucken, ich denke, wir werden dort schon dann morgen oder so vielleicht dann auch nochmal wieder was präsentiert bekommen. Danke, Diana. Ja, also würden wir uns an der Stelle dann schon mal so langsam verabschieden und euch natürlich dann entsprechend auch einen wunderbaren Restabend wünschen. Morgen 7 Uhr geht's wieder los mit dem DAX Long oder Short. Ich kann den Link ja nochmal ganz kurz reinstellen hier in den Chat, dass ihr den dann auch nochmal habt für die WOT. Schaut euch den an, meldet euch da gerne an. Wie gesagt, kostenfrei einfach anmelden und dann mit dabei sein und gerne auch an dem Stand von JFD mal vorbei schnuppern und mal Hallo sagen. Hier, ich bin der, ich war letztens im Fett-Event, ja, oder irgendwie in einem anderen Webinar. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, da wirklich mal den einen oder anderen kennenzulernen. Leider ist Andreas nicht da. Da hätte ich mich auch gefreut, Andreas, wenn du da gewesen wärst. Aber ja, wir müssen uns ja nicht immer an anderen Orten treffen. Wir können ja auch direkt mal uns verabreden. Das stimmt. Wir wohnen theoretisch nicht weit auseinander und haben uns trotzdem jetzt schon wirklich eine lange, lange Zeit nicht mehr live gesehen. Ja. Das ist echt so. War es das letzte Mal echt, wo wir uns an der Ostsee gesehen haben? Letzte Mal an der Ostsee. Ich dachte, was kommt das da für ein dynamischer Typ am Strand langgelaufen mit Sonnenbrille? In Zeitlupe wie bei Baywatch. Ja, so ungefähr. So, ich weiß nicht, was das war. War das das Beige-Book unter den Arm oder eine rote Boje? Aber sehr dynamisch, ja. Das ist 3 Jahre her oder so. Kann es sein? Ja, krass, ne? Also da wird öfters ein Präsident gewählt, als wir uns sehen. Gut, also euch einen wunderbaren Abend. Vielen Dank dir, lieber Andreas. Vielen Dank euch, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal in diesem Event oder bis morgen in den täglichen Events bei JFD. Bis dahin euch nur das Beste, euer Markus und Andreas. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Bye bye und ciao. Tschüss. JFD, just fair and direct.